Raid Mania. Es ist genau 18 Uhr. Das heißt, ich muss jetzt hier drücken und muss direkt mal zwei Glückseier anmachen. Eins. Zwei. Da ich natürlich auch wieder ein paar Levelaufstiege machen möchte. Jetzt gehen hier überall Raids auf. Und wie immer können die Raid Mania Punkte verdienen. Wir streamen heute auf Twitch. Da mein Kanal ja immer noch gesperrt ist auf YouTube. Das heißt, ich muss notgezwungenermaßen mich hier mit äh, Twitch rumschlagen. Ich hoffe auch, das ist jetzt live, das überträgt jetzt, das ist total ungewohnt. Bei, hier kannst du normalerweise immer Stream starten drücken. Dann gibt es eine Vorschau. Und dann kannst du aber in Ruhe erstmal bei YouTube selber noch Start drücken und aktivieren. Hier geht es schon direkt los. Erster, der einlädt, ist Lennart. Wir gehen mal drauf. Gucken mal. Wie die Lobby aussieht, dann würde Lennart den ersten Punkt kriegen. Oh mein Gott! Da muss ich erstmal also einen Pass kaufen. Normalerweise brauche ich ja die Jalga gar nicht mehr. Ich habe jetzt das 100er, ich habe genügend XL-Bonbons, ich habe so viel Mist dafür ausgegeben. Ah, Lennart, fünf Leute. Das fuckt mich schon wieder ab. Wir packen hier mal kurz ein Team rein. Machen das mal so auf Demeteros und eigentlich Groudon, aber irgendwie ist Groudon nicht da. Wo ist mein Groudon schon wieder hin? Ich glaube, mein Groudon ist tot. Ah, da ist doch mein Groudon. Super. Jetzt muss ich es nur schaffen, die auszutauschen in der Reihenfolge, wie ich die eigentlich möchte. Da kommt nämlich das hier, das kommt da, dann kommen das. Stalobor, dann haben wir noch ein Rihonjor hier drin, und dann möchte ich gerne ein Machomai und das Meistergriff. So, genau. Jetzt sind hier sechs Leute. Ich hoffe, die bleiben alle drin. Wenn alle drin bleiben, müsste das passen. Und Lennart müsste den ersten Punkt kriegen. Ich habe wieder meine Raidmania-Liste. Da muss ich mir den Lennart jetzt aufschreiben. Es ist ein neuer Monat, das heißt die Punkte werden komplett wieder verteilt von ganz neuem an. Und Lennart ist der allererste, der heute überhaupt irgendeinen Punkt kriegt. Gleichzeitig muss ich jetzt mein anderes Handy starten, äh, muss da kurz mal die Geschenke aufmachen bei den paar Leuten, die aufsteigen. Ich sehe hier, Dieter ist am Start, Jenaya ist am Start, Aluhut ist am Start, ich glaube... In den zwei Wochen, die meisten werden nicht mal merken, dass ich gar nicht da war auf YouTube. Die meisten werden denken, äh, oh Ramses, wann hältst du mal wieder ein Video hoch? Ich dachte, ich dachte immer, du bist aktiver. Die werden wahrscheinlich gar nichts davon mitgekriegt haben, dass man gesperrt wurde. Hier sehe ich bestimmt immer die gleichen Leute. Das heißt, das sind die Leute, die sind fit, die kriegen alles mit, die haben die Augen und die Ohren auf, ne? Die wissen immer Bescheid. Beim Rest, der lebt eh in seiner eigenen Welt, also ist es ja eigentlich wurscht. Jetzt haben wir hier den Schnitzelmann aufgemacht. Luigi Sarada, mach mal auf hier. Müssen wir mal kurz gucken. Buddha schmeckt, mach mal auf. Äh, Erik Cartman, mach mal auf. Kampf läuft auf jeden Fall. Heise, mach mal auf. Tja, Jan Tobias, ne? Da stand nichts von Sea Day, das mache ich jetzt auf, genau wie Jay Reckon. Ich weiß gar nicht, Tobi, zockst du gerade die Stunde oder sind dir die Punkte egal? Kurfürst, oder habe ich dich jetzt abgezogen? Ich habe es extra heute in die Stunde reingeschrieben. Riese Lutscht wird auch aufgemacht. Ach, in die Fangruppe, meine ich, habe ich es geschrieben. B Bicker Dauch wird auch aufgemacht, statt dicker Bauch, Bicker Dauch. Dann haben wir Großer Fisch, der wird auch geöffnet. Und dann haben wir gleich noch ein paar kleine Pokeparker. Ich werde heute auch wieder Speed Raids machen. Das heißt, ich werde nicht fangen. Außer es ist ein 100er. Oder es ist ein Shiny. Oder ein Shiny 100er. Weil an sich, ich habe genügend XL auf die paar, jetzt kommt es nicht an. Dann nehme ich lieber genügend Raids mit, mach noch ein paar Punkte, mach noch ein paar Interaktionen. Aber an sich steht das Fangen heute nicht im Vordergrund. 19 wird noch geöffnet. Muss ich mich kurz hier drauf konzentrieren. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel es hat. Baumlieber ist auch aufgestiegen. Ja, 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 ja. Ihr sagt mir, wenn es was Gutes ist, ja. 2307 muss es haben. Und es hat 2217. Also das können wir wirklich stehen lassen. Da müssen wir uns auch nicht, da müssen wir nicht traurig sein, wenn wir das nicht annehmen können. The Amazing Shot hat eingeladen. wird aber ein bisschen knapp mit dem Reinkommen. Vor allem, wenn man keinen Button hat zum Reingehen. <laughs> Toll. Jetzt komme ich so eine Sekunde... Ah, die Lobby ist abgelaufen. Schilling 3 war der nächste, aber bei dem wird es jetzt auch wieder zu knapp sein. Äh, also gehen wir auf Buford Uchicha. Schilling 3 war schon unter 10 Sekunden. Normalerweise wäre es Schilling 3 geworden. Schilling 3 auch immer gut am Start. Hat sich auch schon öfters mal einen Sieg geholt. Hat schon mal die Raidmania komplett für sich entschieden. Der Bufford ist hier. Gucken, ob diesmal der Daniel Schilling wieder in der Lobby ist. So, wir heilen diese zwei. Wir beleben das. Dann können wir mit dem Rest hier so bleiben. Den Bufford muss ich mir gleich noch aufschreiben. Ich muss aber hier noch ein Geschenk öffnen. Ne, muss ich nicht. Geschenke sind alle durch. Das ist sehr schön. Also schreiben wir uns den Bufford auf. Zusätzlich zum Lennart. Sechs Leute, das passt auch, da dürfte auch keiner rausgehen jetzt. Buford, Fallwall, David, Gringo Boy, Ramses, Jazzy sind alle drin. Dürfte, glaube ich, so bleiben. Ich habe zwar Fieber und Migräne, aber ich fühle mich fit genug, um euch zu nerven. Ja, ja, Mary. Mich nervst du ja sowieso nicht. Und Taubsi Taub ist heute, glaube ich, gar nicht da, oder? Das ist eigentlich euer, euer Job, euch gegenseitig da die Hölle heiß zu machen im Stream. Aber wenn Taubsi heute nicht da ist, dann. Weiß ich nicht. Dann, dann, dann sind die Leute doch eigentlich guter Dinge. Ich glaube, Taubsi und du, ihr habt die größten Probleme. Der Rest freut sich immer so. Verrückt nach Mary, ne? Wer kennt's? Ich habe übrigens heute, mein Name ist Rosa. Den habe ich nicht so eingestellt. Der sieht halt einfach so aus. Normalerweise könnte ich den Chat bis hier. Oben hochziehen, dass ich alles sehe. Aber es schreiben ja eh nicht so viele, da keiner mitkriegt, dass wir hier streamen, dass ich den auch so klein lassen kann. Obwohl, es steht eh jetzt, ach komm, jetzt steht neu da, wir lassen es einfach jetzt ganz ausgezogen. Pokenick ist auch dabei. Ich brauche keine EP. Wollte erst was sagen, aber dann dachte ich mir halt so, wozu brauche ich die XP? Naja, vielleicht für Level 60 irgendwann. Du weißt, alles kommt immer wieder. Hallöchen ihr Twitcher, jetzt habe ich erst was anderes gelesen, was auf Xer endet. Ich danke euch, genau, Servas hier, mich auch nicht und schon sind wir bis unten. Echt? Thomas ist mein Endgegner, der ist auf Discord abwesend, hab sogar extra was in Discord reingeschrieben. Äh. Auf was ist das echt jetzt getrimmt? Jetzt weiß ich nicht mehr, um was es ging. <laughs> Bin aber gleich hier mit den Levelaufstiegen durch. Bin mal gespannt. Ticks, äh, Tick Leute, der freut sich auch immer ganz besonders auf die Raid Mania. Hat auch schon gefragt, ob ich überhaupt noch eine Raid Mania mache. Jetzt, wo ich das Dialga eigentlich gar nicht mehr brauche, wenn wir heute so 20 Raids schaffen, dann sind das trotzdem 20 Euro, die man theoretisch aus dem Fenster wirft. Weil ich bin fertig mit dem Teil. Ich werde bei Palkia jetzt Gas geben. Ich bin ein bisschen angespornt, ja. Dass das so gut geklappt hat bei Dialga. Habe ich mir gedacht, werde ich als Ziel wirklich Palkia angehen. 100% Palkia Level 50. Ich dachte, das ist nicht so wichtig, aber wenn es mit dem schon geklappt hat, dann kann es beim Palkia auch klappen, sodass wir irgendwann alle Legendären als 100%iger haben. Das ist jetzt mein neues Ziel. Jetzt, wo ich alle Shinies habe, gehe ich auf Legendären suche. Yes, hidu. Oh, yo, sorry, yo oh, Hast du jetzt dein 100er Dialga endlich? Ja, das habe ich am Montag bekommen. Also in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ich war da unterwegs in den. in, in den USA und habe mich da immer mal eingeladen mit meinem kleinen Account. Weil der andere, der war ja in Budapest und so musste da noch Geschenke machen. Deswegen stand ich in Budapest rum, habe immer die Raid-Einladungen angenommen und irgendwo so gefühlt nach 5 Stunden. Einladung kam es dann endlich am Sonntag. Deswegen konnte ich am Montag schön das Video machen, wie ich das dann push. Jetzt habe ich so viele XL-Bonbons, dass ich theoretisch drei Stück hätte maxen können. Aber ich wollte erstmal warten, bis die Jalga komplett weg ist, bevor ich jetzt noch einen 98er max. Könnte ja sein, dass noch ein 100er kommt. Ansonsten würde ich vielleicht das 96er Glücksshiny maxen, damit auch ein Shiny hochgezogen ist. Unterschied sind ja jedes Mal 10 WP. Ich glaube, die Punkte sind jetzt alle durchgelaufen. Hier haben wir 22,37. Das ist auch wieder eigentlich Mist. Das brauchen wir auch nicht. Das heißt, wir lassen es eh wieder stehen. Das drückt man auch schnell durch. Habe ich schon gesagt, dass ich heute mit dem iPhone spiele, ja? Damit das schön flüssig hier geht. Lukas Minskus. Oder Minkus. Der hat sich auch letztens bedankt, dass ich bei ihm mit in der Lobby war. Mal gucken, ob wir es jetzt auch schaffen. Wäre dann. Aua, 19 Leute. Ja, da brauche ich ja gar nicht mitmachen. <laughs> da kann ich ja das Handy zur Seite legen und schlafen. Das ist auf jeden Fall gut. Das heißt, das ist eine schnelle Lobby. Da kann ich die Zeit nehmen, hier zu heilen. Es stirbt auch nicht viel, aber ihr seht, vorher habe ich mit 6 Leuten gekämpft. Zwei Pokémon sind gestorben. Jetzt habe ich mit 6 Leuten gekämpft und sieben Pokémon sind gestorben. Kommt halt immer drauf an. Jetzt ziehen wir das hier rüber. Schreibe in den Herrn Minskus rein. Ich weiß nicht, ob der Minskus heißt oder Minkus oder... Das sind ja nur so stichprobenmäßig. Wird da was hingeschrieben? Ich muss dann sowieso in der Freundschaftsliste nachgucken nach den Namen, dass ich die Namen wirklich alle richtig schreibe. Ja, das ist wichtig. So, auf dem anderen sehe ich, da kommen immer zu Anfragen rein. Wenn die aber alle weg sind und keine Punkte mehr kommen, dann... Müsste ich eigentlich. Könnte ich die App zumachen. Wie sieht es jetzt hier aus? Lukas Zeminkus. Ich könnte ja sogar auf dem anderen nachgucken, wie der Name heißt. Original. Ja, ich denke mal, die Namen sind aber fertig. Also die Punkte. Die Großen sind auf jeden Fall reingekommen. Wenn, dann könnte es sich nur noch um Kleine handeln. 22,65 ist auch schlecht. Lassen wir also auch weg braucht man nicht fangen. Und für alle, die das nicht kennen, ja, das ist eine Raid Mania, die Raid Stunde am Mittwoch mache ich ja immer, dass ich mich hinsetze und meine Freunde mich einladen können, während wir an den Wochenenden meistens Raids für Zuschauer machen, aber eigentlich halt auf dem YouTube-Kanal, wo wir euch einladen, wo ihr mitmachen könnt. Heute kann man nur mitmachen, wenn man mit mir befreundet ist und mich einlädt, wenn man selber am Raiden ist. Heute geht es nur darum, Raid Mania Punkte abzukassieren. Hier haben wir einen Ne, hier, Konstin steht da noch. Jetzt wollte ich sagen, hier haben wir einen richtig genialen Namen, der einfach nur ein Buchstabensalat ist, den ich nicht mal hier vorlesen können. Zum Glück stand Konstin oben drüber, den man wenigstens aussprechen kann. Bei ihm weiß ich, die Lobby passt. Kenne ich ja persönlich den guten Herrn. Grüße gehen raus an den Sohnemann, an die Dame und an ihn selbst auch. Deswegen werden wir jetzt hier fix das beleben. Das Glumanda, warum ist das Glumanda tot? Habe ich etwa mit Glumanda gekämpft? Oder kam das gerade aus der Arena zurück? Das lassen wir jetzt auch so. Vierter Punkt also an Konstin. Lennart, Bufford, Lukas Minskus, Konstin. Vier Raids in 13 Minuten, passt. So, Mazofix ist auch am Start. Genaya hat es aufgegeben, nach dem Hunderter zu suchen. Aber Genaya, guck mal, genau heute... Letzten Mittwoch war für mich die, der geilste Tag. Ich habe wirklich die Raid-Stunde gespielt in der Raid Mania. Ich habe die Raid-Stunde dann abends nochmal gespielt in New York im Central Park. Ich habe die Raid-Stunde nochmal gespielt mitten in der Nacht am 4.39. Ich habe die Raid-Stunde dann nochmal gespielt in Hawaii, weil ich einfach so Bock auf das Teil hatte. <laughs> Schön Glücksei an. Also zwei Stück und eine Stunde lang dann raiden, 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 raiden. Da kamen so viele XL zusammen. Da war so viel Zeug dabei. Da kamen viele Shinies, aber ist auf jeden Fall nützlicher als so tagsüber. Wenn ich tagsüber so sehe, ich will gerade einen Pokémon fangen. Ach, da lädt einer zum Fünfer ein. Da lohnt es sich ja nicht, ein, Fünfer, ach, ein Glücksei anzumachen. Du machst ein Glücksei an für den einen Raid und dann lädt keiner mehr ein. Das ist Verschwendung. Dann siehst du so zehn Minuten später, ah, da lädt gerade zufälligerweise wieder jemand ein hätte ich doch mal ein Ei angehabt, aber das, wir sind nicht Brandon 10, wir können das nicht, die ganze Zeit Eier anhaben, deswegen in so einer Raidstunde kannst du aber das Ei anmachen und kannst effektiv, bam, bam, bam raiden. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Bin einfach nur direkt an den Hotspot immer, da standen eh 20 Raids in der Umgebung und ich bin über, über Fan Raid einfach in jeden Raid gegangen, der um mich herum war und konnte so die eine Stunde alle Raids, die da waren, abklappern. Fand ich auf jeden Fall cool. Muss ich heute nicht machen, weil ich habe ja mein 100er, aber bei Palkia wäre das wieder eine Option. hat man ja, glaube ich, auch zweimal die Möglichkeit, äh, die Rage-Stunde zu machen. Natürlich werde ich alle beide verpassen. Obwohl eigentlich nicht. Wenn diese Rage-Stunde in der Sperre ist und Palkia 2 hat, müsste ja die zweite Rage-Stunde sein, wenn der Kanal wieder frei ist. Das heißt, wir können eine Palkia-Rage-Stunde live übertragen auf YouTube in meiner Heimat. Also ich bin in dem Sinne jetzt auch in meiner Heimat. Ich bin ja nicht woanders an einem anderen Ort. Ich spoof ja gerade nicht. Ich stehe ja ganz normal bei mir einfach an der Haustür. Aber meine Heimat ist YouTube. Das habe ich damit gemeint. Jetzt habe ich wieder nicht drauf geschaut, wie viel der hat. Und er hat und es ist Nichts mit 22,47. Brauchen wir also nicht. Gehen wir nochmal drauf. Boah, Junge, ich drück doch in die Nearby-Liste. Und wir haben hier unten, jetzt hat sich's. Der Buford Uricha hat schon wieder eingeladen. Da hat er aber Glück. Der hat sich nämlich gerade hochgeschoben. Aber letztes Mal war es auch so. Eine Lobby ging gut und in der nächsten Lobby sind dann alle raus und dann waren sie zu wenig. Bin ich mal gespannt. Ich meine, er hat es eigentlich verdient, so wie Schilling 3 hier schön Punkte abzuräumen. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass das nicht immer gut geht. Das Handy macht nichts mehr. Nein! Ich sehe nichts. Hm, heile ich jetzt lieber oder gucke ich lieber, ob Leute in der Lobby sind? Fünf? Gut, wir sind fünf Leute. Auch wenn es ein bisschen dauert, das müsste man eigentlich schaffen. Es sind auf jeden Fall immer noch fünf drin. Aber das zieht sich jetzt wieder ein bisschen. So, Mazofix, fix, Da aufgegeben. Flüssig bis zum Bann. Jack, Hase. Was geht ab? Homie. Kann ich mitmachen? Mein Akku geht ab. Der ist gerade von 15 auf 21 gesprungen. Er wird selber nur eingeladen, da müsste es sein Freund sein. Heute wird er von seinen Freunden eingeladen. Schön, dass er das aufklärt alles immer. Das klingt stressig. Grüß dich, Ramon. Jens ist am Start. Ich habe definitiv genug grüne Dialgas. Genaya, wie viel hast du jetzt? Ich bin immer noch bei meinen 15. Ich habe aber glaube ich heute drei Stück verschickt oder so. Die, die ich immer in dem Mirror dreht, in einem Mirror Lucky dreht, getauscht habe gegen ein anderes Shiny. Und die nicht so gut waren, habe ich dann halt weg, weil es bringt ja nichts, wenn du diese ganzen Lucky Shinies aufhebst mit schlechten IV. Du kannst sie ja eh nicht nochmal tauschen und ich selber würde die auch nie hochziehen, also habe ich die dann weggeschmissen. Das 96er behalte ich natürlich, Lucky Shiny, aber den Rest... Nee. Ich habe ich hab ungefähr 100, 100 Stück habe ich, glaube ich, heute weggeschmissen. <laughs> Braucht man ja nicht, was will man damit? Ich brauche Beutelplatz, deswegen habe ich 100 Dialga heute einfach weggehauen in die Tonne. Ja, man wartet normalerweise, bis es doppelt Bonbons gibt, wirft die dann weg, aber die XL werden davon ja nicht beeinflusst und normale Bomboms habe ich genug, deswegen brauche ich das an sich so nicht. Der hat keine Eier mehr an, bei Nayendik mal mit dem Arsch aus der Hose kommen, ach bis Nayendik mal mit dem Arsch aus der Hose kommen. Creepy, auch am Start, let's go. Ich guck gleich mal, bin gerade im Raid. Ich bekomme keinen Shiny, colidita. Guck mal, du hast heute auch noch die Gelegenheit. Spiel halt die Raidstunde zehnmal und dann ist bestimmt eins dabei. Ansonsten, der Tobi gibt dir bestimmt eins ab und wenn der Tobi dir keins gibt, dann kann ich dir ja mal eins geben. Wir sind ja auch beste Freunde, das ist dann nicht teuer. Vielleicht werden wir irgendwann auch mal Glücksfreunde, dann könnte ich dir sogar einen Lucky Shiny geben. Wenn du wirklich keins bekommst, du bist auch immer am Start und äh, verfolgst mich. Ich werde dich nicht los. Deswegen, wenn du da wirklich keins bekommst, ich habe genug. Zur Not würde ich dir auch eins abdrücken, dann. Oder so. Worum geht's? Tobi, du weißt nicht, worum es geht, aber ich weiß trotzdem, dass du gerne hilfst. Und deswegen sage einfach ja. Dann kriegt du zwei. Wie bin Psycho-Andrea. Also kriegt sie gleich eine aufisch. Da kriegst du gleich eine auf den Shiny. Genau. Ich helfe nie gerne. Naja, das habe ich gemerkt. Du wolltest mir hier alles schön einrichten. Im Endeffekt habe ich es mir selber eingerichtet. Und dann hast du mir gar nicht gesagt, dass ich noch den Knopf drücken muss, damit das den Stream auch aufzeichnet. Das hast du bestimmt mit Absicht gemacht. Hast mich schön ins offene Messer laufen lassen. So, shiny ist es nicht, aber schlecht. Das heißt, wir gehen wieder raus. Haben jetzt Schnitzelmann 007. Schnitzelmann. 007. Kurz mal hinlegen. Kurz mal hier die... Was ist denn jetzt schon wieder? Du kannst dieser Redgruppe nicht beitreten. Hm. Jetzt geht's auf einmal. Ich gebe dem Bufford erstmal eine mal zwei. Und beim Schnitzelmann habe ich keine Ahnung, was das wird. Wir sind vier. Ich meine, ja, zu dritt würde man das auch gut schaffen. Kommt jetzt wieder auf die Leute an, auf die Level an, auf die Pokémon an, die sie benutzen. Was sind hier? 40? 47? 45? 40? Ja, okay, das. Ich vertraue ihm da. Schnitzelmann 007 schreibe ich mir mal auf. Ich denke mal, die bleiben drin und wir machen den Raid. So sieht das dann aus. Genaya, gut. Na, Genaya hat 18. Das heißt, Genaya gibt Kulidita einen Shiny ab. Direkt nach dem Raid könnt ihr gerne traden. Na, würde ich natürlich nicht. Ich würde an eurer Stelle ja natürlich warten, bis Dialga raus ist. Für alle, die immer sagen: Hey, hat jemand einen Dialga für mich? Das fehlt mir noch. Und da ist das Dialga gerade frisch reingekommen und ist noch zwei Wochen da. Da feste dir an Kopf und denkst, Junge, du hast zwei Wochen Zeit, eins zu fangen. Wir machen Raids für Zuschauer, wir haben die Raid-Gruppe, es gibt poge genies gibt raid Wenn du nach den zwei Wochen keins hast und danach fragst, dann würde meine Antwort zwar lauten, das Ding kommt eh wieder. Aber dann wäre es immer noch ein bisschen nachvollziehbarer, dass man dann danach fragt, wenn man keins bekommen hat. Aber es ist, kommt den ersten Tag raus und am Abend, ey, hat jemand eins? Ich habe noch keins. Kann mir jemand eins tauschen? Ich habe eine Million und 5000 Staub. Das reicht ja, glaube ich. Würde ich niemals machen. Ich helfe. nehme ich gerne. Dann machen wir es halt so. Wenn Kuli mit mir Lucky wird, kriegt sie von mir ein Lucky Shiny und wenn sie mit Genaya Lucky wird, dann kriegt sie von ihr Shiny, wer zuerst kommt, ne? Obwohl sie wenn sie mir nicht sagt, dass sie schon eins von Genaya gekriegt hat bei einem Lucky Trade und mit mir Lucky wird, dann kriegt sie ja noch eins und das macht sie dann so lange dieses Spiel, wie sie das 100er Lucky Shiny hat. Hallo Ramses Teufelchen. When you invite me. My god. Jetzt kann sich mal bitte jemand um den Tesan kümmern. Ich möchte Es ist das erste Mal, dass jemand bei. Also sonst ist das nur bei Raids für Zuschauer so, ja. Aber jetzt ist es auf einmal hier auch so, dass da so einfach. Do you sell Joe Action Figures? How much do they cost? <laughs> Muss ich mich wieder erinnern an Brandon Dickamillo. Ist 2307 das 100er? Ja, natürlich. 2307 ist das Beste. Das ist das Hunderter. Außer also mit Wetterboostern hat es natürlich mehr. Da ist es 2884 oder irgendwas. Habe ich mir heute gar nicht hier hingeschrieben, denn Twitch ist so genial. Da kannst du nicht mal Nachrichten anpinnen. Ha? Twitch? Was hast du denn zu deiner Verteidigung zu sagen, Twitch? Und für alle, die sich wundern, wieso hier im Bild dieses schöne Enton ist. In der letzten Raid Mania, also letzten Monat, die Raid Mania, gab es vier Gewinner. Es gab Moonlight, Schilling 3, Tick Kekslord und Tick Dragon Hunter. Die haben alle vier Punkte erreicht. Ich hatte ja einen Aufruf gestartet, dass die mir mal bitte ihre Lieblings-Pokémon sagen oder schicken sollen. Und der einzige, der mir was gesagt hat, war Thomas, also Moonlight. Und deswegen hat er gesagt, er möchte... Er möchte Anton. Also ist natürlich am Montag bei dem Push-Video Anton rechts im Bild als Maskottchen. In Infovideos ist ja kein Chat da, also ist das Anton da. Und jetzt in der Raid Mania seht ihr es im Hintergrund, wie es auf dem M rumtanzt. Für alle, die sich immer fragen, wieso ist denn da ein Anton? Und letzten Monat, wieso ist denn da ein Kaumalat? Oder wieso ist denn da ein Glurak? Oder wieso ist denn da ein Sumpex? Obwohl bisher haben die Leute eigentlich nur bei Kaumalat gefragt. Clickbait, da ist ein Kaumalad dabei. Macht er gar keine Kaumalad-Raids? Nein, das hatte andere Gründe. Kamora hat eingeladen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob die Freunde hat. <laughs> Und eine starke Lobby, in der wir zusammen kämpfen können. So. Das liegt. Ach, ach, es gibt keine Gruppe mit diesem Code. Mary, was ist denn los? Hier, die, der komische Buchstabensalat hat wieder eingeladen. GFD irgendwas noch mehr. Aber auch nur 18 Sekunden bin ich mal gespannt, ob der was kann. 15. 14. Oh, da sind 10 Leute drin. Wie soll ich mir den merken? Er hat so einen unaussprechlichen Namen. GFF fängt es auf jeden Fall an. Jetzt müsste ich hier mal fix einen Toppeleber nehmen, dass ich wenigstens die ersten heile. <laughs> Und den GFF mal aufschreiben. Der ist auch neu in der Liste, würde ich sagen. Beziehungsweise wusste ich gar nicht, dass ich den überhaupt angenommen habe. So, schon haben wir den Namen hingeschrieben und können wieder wegpacken. Aber mit zehn Leuten sieht das gut aus. Das wird sicherlich. Danke, endlich habe ich eins. 19 Bälle. Hm. Eben mehr Chancen auf einen Lucky Shundo. Ich bin's, Henry. Hi Henry, wo ist Razor? Razer Ramon sitzt hier vor euch. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, Lucky Friends zu werden? Tja, das ist sehr unterschiedlich, ne? Das ist wie die Chance auf ein 100%-Pokémon aus dem Raid. Die einen haben eins nach 10, die anderen haben eins nach 5, die anderen haben eins nach 700. Ich habe es die letzte Zeit wirklich so gehabt. Ich interagiere jeden Tag mit meinen 18 Accounts untereinander, weil die alle beste Freunde sind. Und es ist bis jetzt wirklich jeden Tag immer ein Lucky Friend dazugekommen. Es läuft also gerade gut. Das heißt, wenn Palk ja reinkommt, bin ich guter Dinge. Wenn ich jeden Tag einen Lucky Trade mache, dass vielleicht als 100er Lucky kommt. Also... Mal Kurz nach dem WP gucken. Ich habe, wie gesagt, Leute meiner Liste, mit denen bin ich schon drei Jahre beste Freunde und wir sind noch nicht einmal lucky gewesen. Und dann gibt es andere Leute, wie Wodka Hondas zum Beispiel. Mit der bin ich noch gar nicht so lange Best Friend, bin aber schon drei oder viermal Glücksfreund geworden. Ihr müsst ja die höchste Stufe bei der Freundschaft erreichen und dann habt ihr die Möglichkeit, über weitere Interaktionen Glücksfreunde zu werden. Aber mit manchen interagiere ich wirklich jeden Tag und da passiert nichts. Thomas war ich, glaube ich, bisher auch einmal Lucky Friend. Mag niemals. Das müssen wir uns auch aufschreiben. Schaffen wir es da noch ein paar Dränge drauf zu hauen? Ja, das sieht gut aus. Mag niemals schreibt man uns auch auf, natürlich. So, ist der nächste, der auch einen Punkt kriegt. Ich hoffe, die sind noch alle drin. Ja, sieben Leute stehen noch da. Also, wie gesagt, Lucky Friend ist sehr unterschiedlich. Mit Thomas bin ich bisher einmal, glaube ich, Lucky Friend geworden, obwohl wir jeden Tag interagieren. Mit BisaFanTV auch einmal Lucky Friend. Obwohl, den habe ich mittlerweile gelöscht. Jetzt weiter gucken. Der guckt keine Streams. Schade, Ramses, machst du Raids? Will noch einen Dialga machen, aber habe keine Spieler. Yassin, für die Leute, die noch, die noch Mitspieler suchen, empfehle ich jedes Mal die Raid-Gruppe, die Telegram-Raid-Gruppe. Funktioniert das, wenn ich das hier rein poste, ja? Zack. Ey, das sieht ja viel besser aus als bei YouTube. Das sieht man ja richtig, dass das ein Link ist, ja? Und mit meinem rosanen Namen davor, das sieht ja auch richtig genial aus. Also, für alle Leute, die jetzt raiden wollen, nutzt die Raid-Gruppe. Ich weiß, da werden 100% Raids gepostet. Hier kann man nur mitmachen, gerade wenn man schon mit mir befreundet ist. Also die Leute, die mit mir nicht befreundet sind, den kann ich jetzt leider gerade nicht helfen. Ansonsten haben wir ja immer Raids für Zuschauer gemacht. Ihr wisst ja alles. Eigentlich. Zwar mit Absicht, nein. Raid-Gruppe Kampfansage. Ja, Mary, das ist doch schön. Ich hätte mich jetzt übelst gefreut, wenn wir zusammen den Raid machen, weil mit Mary bin ich eigentlich auch schon oft glücklich geworden. Ich weiß gar nicht, beim Tobi war ich, glaube ich, nur einmal. Mary ist immer so ein Ding, da bist du immer glücklich. Und dann checkst du gar nicht, ist das jetzt Mary oder ist das der andere? Aber das andere war Kabi Samra, das war ja auch dieses große Thema. Kabi Samra und, äh, und Kamora Und jedes Mal habe ich sie verwechselt. Jetzt wird's spannend, weil Bufford Uchicha hat schon wieder eingeladen. Schafft es diesmal wieder, einen Punkt zu kriegen, dann wäre das der dritte für ihn heute. Genau darunter stande einer von der Tick-Familie, habe ich gesehen. Wäre natürlich richtig schön, mit den Ticks zusammen zu spielen, zusammen zu interagieren, weil ich ja mit denen auch alle beste Freunde bin. Hier, wir haben den 41er, 41er, 33, 36, 50. Das ist nicht so eine schöne Lobby, aber. Ich meine, wenn die alle drin bleiben, würden wir es sicherlich schaffen. Aber es äh, wäre natürlich schöner, wenn das stärker wäre. Also, wir sind drin. Steht immer noch 5 da. Ich hoffe, das passt jetzt. Ah, da steht auch wieder 5. Also, es sind, glaube ich, alle da. Ähm. Raid gruppe Kampfansage. Ja, yeah, das Hunderter in Ramses erster Raid Mania auf Twitch. Schöne Erinnerung. <laughs> Bei mir ist Ramsi nach ein paar Tagen glücklich geworden. Bei mir war es an Weihnachten. Ich krieg heute ein Ständerl, Ich hab tatsächlich geöffnet. Ja, Paula kriegt einen Ständer. Cool. <laughs> ein Ständerl. Dir wird was gesungen. Das heißt, der Bufford würde jetzt aber hier seinen dritten Punkt kriegen, denn auch wenn es sicherlich ein bisschen knapper wird als alles andere, müssten wir das trotzdem gut schaffen. Hoffentlich schaffen es die Ticks aber auch nochmal mit einer Einladung durch, damit ich eben mit allen interagiere. Vielleicht ist er gleich wieder ein Glücksfreund dabei. Mit Sakura bin ich auch in kurzer Zeit dreimal oder so lucky geworden. Mit Bufford Uchicha noch nie. Bin ich überhaupt Best Friend mit ihm? Weiß ich gar nicht. Ne, wir sind vorhin aufgestiegen am Anfang. Das heißt, wir stehen kurz vor beste Freunde. Klar, geht das. Ramses ist blau. Bei mir ist er orange. Bei mir türkis. Wieder mal kunderbunt. Orange. Wait, what? Ah, Narf, der Süße. Karneval auf Twitch. Geh später noch ins Kino. Teufelchen, was gibt's denn zu gucken? Wir wollen am Samstag ja auch ins Kino und Fasten Furious 9 gucken mit John Cena. Wo ich gehört habe, dass der neunte Teil der. Schlimmste Teil der, Serie, der, 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 der Reihe sein soll. Der schlimmste, der dümmste, der sinnloseste, der ekligste, alles auf einmal. Da bin ich gespannt. Und nur weil John Cena mitmacht. Wahrscheinlich. Komm und triff uns auf dem Karneval. Hier gibt es leichte Frauen, schwere Waffen und Drinks. Ist das ein Liedtext? Mary X. Ramses. Oder wie ist das zu verstehen? Das ist schön. Viel Spaß. Ignorieren oder löschen am besten. Ramon, wer war Meisterfänger? Ist sie hier? Meisterfänger ist ein Account von Julchen Feichen. Die hat auch Eisen. Fänger und. Fee. Dings. Wie Shenaya. Schenaya und Julchen sind also dieselben. Hm, da wird's, wird mir einiges klar. Ah, falsch. Aha. So. The Suicide Squad sehe ich mir dann an. The Suicide Squad? Da macht ja auch der John Cena mit. Und dieser dicke, komische Hai, der total dumm ist, aber irgendwie liebenswert. Ich weiß nicht, ich glaube, der Suicide Squad-Film, den ersten habe ich geguckt und fand ihn richtig kacke. Der zweite jetzt hat mit dem ersten ja eigentlich gar nichts mehr zu tun. Das ist ja irgendwie nur noch so. Richtig trash und Klamauk. Während der erste eher noch ein bisschen so als Superheldenböse, Wichtenschurkenfilm abgestemmelt war. Weiß ich nicht, was das jetzt eigentlich sein soll. Ich denke mal, der zweite würde mir wahrscheinlich besser gefallen als der erste, aber das ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich hinrennen muss. Ich habe dafür den. Hä? Was habe ich denn gerade gekämpft, wenn alle noch leben? Netzwerkfehler, jetzt neu. Ach, ich blick nicht durch. Ich drücke einfach weiter drauf, das wird schon passen. Schnitzelmann 07 kriegt aber auch seinen zweiten Punkt. <laughs> so, und wieder weg damit. Cashtrag habe ich jetzt geguckt, ja? Fast Furious 9. Guck mal dann. Und was ich gesehen habe bei Cashtrag davor, war ein Trailer zu. Don't Bref 2. Mit dem alten blinden Mann, der in dem Haus die Einbrecher niedergeknüppelt hat und der richtig pervers war. Also, wer den ersten Teil nicht kennt, guckt euch den mal an. Den fand ich auch richtig stark. Und der zweite Teil würde mich da auch interessieren. Das ist auch so ein richtig düsterer, brutaler Actionfilm. Bam. Äh, genau, Raf Kamora Bones MC. Ich glaube, das ist ein Isbo seine Welt. Nee, der gehört mir nicht. Nee, das ist alles von Julchen Feichen, wie gesagt. Der war voll gut, der neue Joker ist very attractive. Ja, das habe ich ja damit. Ich kenne den Joker aus den Batman Filmen an sich, ich kenne den Joker von Heath Ledger, ich kenne den, nee, wie hieß der, keine Ahnung, ich kenne den Joker als Joaquin Phoenix, die fand ich alle richtig cool. Aber den Joker von Suicide Squad den fand ich so hässlich und dumm und nervig. So, guck mal, ich bin voll krass. Alle anderen haben einfach nur gesagt Uah! und waren krass und der, der muss sagen, dass er krass ist, weil sonst keiner bemerkt, dass er ja eigentlich krass sein müsste. Und da gibt's genügend, die sich dann so ja, du bist Joker, ich bin ich bin Queen, Harley King, äh, Harley Queen, sonst was keine Ahnung. Ab dem Film sind die Leute irgendwie richtig plemplem geworden. Mary ist auch so ein bisschen drauf, sie sieht sich da in der Rolle von dieser Harley Quinn und findet den Joker so geil. Und deswegen. Mary sagt zu ihren Kerlen auch immer: Mach dir mal die Haare grün und tu dir mal so ein paar Metallzähne in die Fresse schieben. Na, das finde ich sehr attraktiv auf jeden Fall. Aber okay, das hat alles so seine Daseinsberechtigung. Das ist so ein Fetisch bei manchen. <laughs> Aber ich weiß nicht. Ich fand den Joker als Joaquin Phoenix. Das ganze Ding. Das fand ich cool. Das war authentisch. Das hat mir gefallen. Dieses wirklich... Dieses Menschliche. Diese menschlichen Abgründe und sonst wie. Nicht einfach, da sitzt einer mit einer Waffe und schießt einen anderen um und sagt, boah, guck wie krass ich bin. Ich habe einen mit einer Waffe erschossen. Das kann ja jeder. Aber der andere Joker, da war halt, weiß ich nicht, da waren richtige Psycho-Spielchen dabei, ja. Da ging es richtig ab. Aktuell fand ich FF9 einfach nur noch lächerlich. Na, ja, da bin ich gespannt. Ich hoffe, die Meinung habe ich dann auch, wenn ich da rausgehe. Die Filme gibt's noch. Ich muss mal kurz hier auf das Ding achten, bevor ich weiter mit dem. weiter hier rummache. Im Stream. Ja, ja, ja. Und es ist ein nix. Und schlechte IV. Also weg damit. Und wieder drauf. Und wen haben wir jetzt? Da schiebt sich was. Birnbaum ist zu wenig. Karisima! Würde es, glaube ich, aber schaffen. Die Zeit ist trotzdem sehr gering. Das heißt, ich schaffe es wahrscheinlich wieder nicht, irgendwie was zu heilen. Es <laughs> ist halt einfach alles tot. Nein, nicht da drauf. Geht's auf toppe Leber. Jetzt ist das andere Zeugs drin. Das habe ich doch gar nicht in meinem Team. Naja, egal. Karisima, das sah aber gut aus von der Lobby her. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder schreiben. Ungefähr so. Ich darf die Liste natürlich am Ende nicht posten in den Community-Tab, weil ich darf ja keine Posts machen. So, Paula geht. Wer ist Iswo? Den heirate ich. Ich glaube, Iswo will nicht heiraten und er mag auch keine Kinder. Aber ansonsten, der trinkt gerne mal ein Bier und er macht gerne Musik selber. Und er findet es bestimmt auch toll, wenn die Freundin sich im Bikini im Video hinstellt und mitmacht. Das bewundert er beim Friesi Trepp immer so. Obwohl, Friesi Trepp, der hat zwar eine Freundin... Aber immer, wenn er beim Videodreh ist, steht irgendein halbnacktes Weib neben ihm oder auf seinem, auf seinem Albumcover oder sonst was. Und bei jedem Lied ist irgendeine andere ölige Alte dabei. Und ich sage immer, hey, ist das nicht seine Freundin? Die hat doch auch blonde Haare. Nee, nee, das ist irgendeine. Wie der das nur immer macht, sagt er immer. Aber ich glaube, das wäre schöner, wenn. Wär Obwohl, nee. Pupsi, ich glaube, ich würde nicht wollen, wenn ich ein reicher Musikkünstler bin, dass auf jedem Album. Cover von mir, du deinen Po rausstreckst im Schlüpfer und sagst, seht mich an, und ich stehe daneben mit zehn Geldscheinen und sage Yeah, yeah, yeah. Also, ich meinen Kopf auch nicht rausstrecken. da würde ich mir, das würde ich, Pupsi, nicht antun und außerdem würde ich auch nicht wollen, dass sie da so vorgeführt wird und jeder da die Geldscheine da reintut. Also, dann nimmt man doch lieber eine von der Straße. Also keine Sorge, Pupsi, ich hole mir immer andere nackte Mädels ins Video, nicht dich. Ich glaube, das ist auch, auch Sch Schwachsinn. Ja, kommt ja drauf an, ob es jetzt ins Video passt oder nicht. Ich glaube, bei ihm, weiß ich nicht. Ich habe relativ wenig Videos von Friese Trepp gesehen. Auf irgendeinem Albumcover sind dann einfach immer da Frauen drauf, wo aber eigentlich auch keine Frauen drauf sein könnten und es wäre irgendwie genauso. Oh, Moonlight ist leider jetzt nur noch 10 Sekunden da. Jetzt ärgert er sich. Ich sag's euch, der ärgert sich jetzt richtig, aber mag niemals. Ist nochmal hier. Nur weil ich so viel von Freezy Trepp geredet habe. Ihr seht, Netzwerkfehler, das heißt, ich wäre beim Thomas sowieso nicht reingekommen, weil das Handy immer gerne mal ein bisschen rumhüpft und macht, was es will. Schaffen es aber jetzt hier hoffentlich, die Verbleibenden noch zu heilen, dass wir wieder mit dem vollen Team gestärkt reingehen können. Lobby hat sich eh schon wieder aufgehangen. Mag niemals bekommt seinen zweiten Punkt. Sieben Leute, sieht gut aus. Der ist mega geil. Den ersten Teil von Suicide Squad fand ich gut. Ich glaube, den zweiten gucke ich mir auch an. Schreib mal den Titel rein, was du gerade gesagt hast. Äh, welchen meint ihr? Don't breath? glaube ich habe ein M geschrieben statt ein N. Don't. Vielleicht heißt doch Don't brief. Schreib keine Briefe, ja? Kannst du dir Haare grün, Tobi, kannst du dir deine Haare grün machen? 2K. Dann überlege ich mir das. Ich kann dir 2K Schellen geben. Glaubst ja wohl selber nicht, da im Shops genommen, anderes Level auf die dicken 3 zu empfehlen. Ja, das meine ich. Ich habe als alle über Don't Breathe, Breath, Brothering, Brathering, als alle darüber geredet haben, habe ich mir den bestellt auf DVD und ich war bis heute in dem Glauben, dass ich den schon geguckt habe. Jetzt habe ich den neulich abends mit der Mama aber auf Netflix geguckt und irgendwie habe ich den Film noch nie geguckt, noch nie gesehen. Ich kannte nur ein paar Szenen, wahrscheinlich aus dem Trailer. Ich fand das halt wirklich so stark, weil du weißt gar nicht, Wer ist da jetzt der Gute, wer ist jetzt der Böse? Ich meine, da kommt eine Gruppe Jugendliche und die wollen einbrechen in den Haus von einem alten Mann, weil sie gehört haben, dass der alte Mann ganz viel Geld in seinem Safe hat. Da sind ja eigentlich die Jugendlichen die Bösen. Und der alte Mann ist der alte Mann. Aber der alte Mann ist blind. Und irgendwie entsteht in kurzer Zeit so eine richtig brutale Horroratmosphäre wie beim Haus der Tausend Leichen. Und der alte Mann setzt sich zur Wehr. Und irgendwie merkst du dann, dass der alte Mann gar kein harmloser alter Mann ist, sondern dass er einfach übelst der Freak ist. Freak. Und übelst krank. Der Film hat so viele Wendungen in sich gehabt, womit ich vorher nie gerechnet hatte. Ja? Shania, du musst immer erst einen Film gucken, dann weißt du, ob das was für dich ist. Ich habe schon so viele Trailer gesehen, die waren komplett Müll. Ich habe den. Trailer gesehen von der Goldene Handschuhe und hab gedacht, was ist denn das für ein Drecksfilm? Wir gehen wegen sowas ins Kino. Mittlerweile habe ich den goldenen Handschuh schon fünfmal geguckt und es ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich glaube, ich werde ihn immer wieder gucken. Also, genau, man muss, man muss sich ja nicht die DVD kaufen, man muss nicht ins Kino. Man hat also jetzt die Möglichkeit, trotzdem, weil der gerade auf Netflix ist, wenn man Netflix hat, den Film mal anzugucken. Ich finde, der hat wirklich eine sehr drückende Musikuntermalung. Der baut wirklich Spannung auf. Oh, rate Go AMK. Da muss ich mich beeilen, bei dem ist auch immer direkt die Lobby voll. Der hat eine richtig geile Musik, der hat eine richtig geile Kulisse. Dieses Haus, alles spielt sich da ab. Der ist sehr brutal, der ist sehr rau, aber. Ich fand den sehr fesselnd. Und die Wendungen da drin. Wenn du wirklich denkst, ah, der arme Mann, und dann denkst du, oh nein, was für ein kranker Typ, die armen Jugendlichen, aber eigentlich. Sind die ja selber schuld und die wollten den berauben, die wollten eine Straftat begehen? Und wenn du den Trailer vom zweiten Film guckst, da wirkt das so, als wäre der arme alte Mann, übelst der Superheld und der kriegt jetzt die Hauptrolle und muss sich da. Fan Go AMK und muss sich da zu Wehr setzen. Also plötzlich siehst du den wieder aus einem ganz anderen Licht. Erst denkst du, er ist das Opfer, dann ist er der Täter. Und jetzt ist er plötzlich aber wieder Opfer und wird der eiskalte Rächer wie John Wick. Ist ja klar, wenn du beim John Wick ins Haus einbrichst und bringst seinen Hund um und klaust sein Auto, dann sagst du, boah, solche Schweine. Wenn John Wick sich dann zur Wehr setzt und macht alle nieder, dann sagst du, richtig so. Aber der Film hatte ich eigentlich mit den, mit den Einbrechern mehr sympathisieren lassen und mitfiebern lassen. Hoffentlich schaffen die es, hoffentlich überleben die, die armen Einbrecher. Was für ein böser Mann. <laughs> ja, ich glaube, ich rede zu so viel von dem Film. Da braucht man den ja gar nicht mehr gucken, wenn ich weitererzähle. Aber ich habe ja keine Details genannt, ne? Da hat übrigens auch ein Hund. Ist ja klar, blinde Leute haben immer einen Hund und so. Da kann der Hund nämlich dann immer einkaufen gehen und kann, äh... Ja... Gurken holen am Kiosk oder so. Das ist auf jeden Fall so gut. Ähm, ähm, zwei. Oh, oh, trailer. Netflix. Der goldene Handschuh ist der Hammer. Dann gucke ich mir den mal auf Netflix an. Cool, so. Rede weiter. Dann muss ich ihn mir nicht ansehen. Ich fand den ja die ganze Zeit cool. Den alten Mann. Mit seiner Art und Weise. Bisschen schräg, aber cool. Aber was er dann in seinem Keller abgezogen hat, in Wirklichkeit, deswegen war die Kellertür auch immer abgeschlossen, habe ich gedacht: Alter, was für ein kranker, perverser Typ. Und in dem Moment kannst du eigentlich gar keine Sympathie mehr für ihn haben, sondern einfach nur noch denken: weg mit dem. So einer, bei aller Sympathie, was ihm passiert ist im Leben, und das, was Einbrechersinn, was der bei sich da loslässt, das geht auf keine Kuhhaut, ja? Das. Nein, sowas darf nicht frei rumlaufen. Dann bitte sollen die Einbrecher ihn umbringen, damit er das ein Ende hat. <laughs> Aber ist egal, im zweiten Teil ist er ja plötzlich gesund und munter, Kümmert sich da um seine Nichte, die entführt wird. Laut dem Trailer. Ich weiß da genauso viel wie ihr. Mang Magnus Argo. Jens war auch da. Mal gucken, ob das hier was wird. Sonst gehen wir schnell zum Jens, obwohl der Magnus Argo noch länger... Da war, der Jens war kürzer da. Wir sind fünf Leute. Ich sehe leider die Mitspieler nicht. Das ist immer Kagge. Wenn du nicht weißt, wie die Level der anderen sind, ob die gut sind, ob die schlecht sind, ob die rausgehen, ob die drin bleiben. Aber wenn ich es jetzt neu starte, das dauert auch zu lang. Nur weil ich vorhin aus Versehen wieder nach rechts gewischt habe, damit ich die ganze Lobby sehe. Ist es jetzt wieder, dass sich alles aufgehangen hat und du nichts mehr siehst? Und wenn ich jetzt vor Ende rausgehe, weil die rausgehen, da ist die Einladung vom Jens bestimmt auch weg. Ich muss sagen, momentan merke ich auch gar keinen Unterschied, ob ich auf YouTube oder auf Twitch streame. Aber es ist hier viel übersichtlicher. Jetzt sagen alle, siehste, Twitch ist viel besser für Streams, es ist viel übersichtlicher und so. Ja, warum ist es denn aber übersichtlich? nehme wir an, ich habe sonst 100 Zuschauer und jetzt habe ich nur 10 Zuschauer. Das ist klar, wenn da jemand was in den Chat schreibt, dass du es die ganze Zeit vor deiner Nase hast und kannst darauf reagieren, ohne dass du hoch und runter scrollen musst im Chat. <laughs> Das ist jetzt in dem Moment ein Vorteil, dass man einfach immer direkt up to date ist und unten direkt mitlesen kann. Stell dir vor, du hättest jetzt aber 8000 Follower auf Twitch und 100 im Stream, die da gucken und immer zu schreiben, dann sitzt du ja auch da und bist da oben und da unten wird schon geschrieben, dann wird da gefragt, da hast du ja auch ein riesen Durcheinander. Also dazu kann YouTube ja nichts, wenn du mehrere Leute hast oder so. Warum ist der Chat hier schneller als der Stream? Ich habe geringe Latenz eingestellt, beziehungsweise dass ich in Echtzeit auf den Stream, äh, auf den Chat reagieren kann. Vielleicht ist das nicht so gut, vielleicht sollte ich einstellen, dass... Andere Latenz, dass wenn ich was vorlese, das erst zehn Minuten später bei euch ankommt. Nee, das ergibt ja auch keinen Sinn. <laughs> Ach, ich weiß es nicht. Nee, dass wenn ihr was schreibt, das erst zehn Minuten später hier ankommt. So müssen wir es machen. So, schreibt ihr was? Es ist hier, ich sag was, es kommt zurück und dabei habt ihr es noch gar nicht geschrieben. Hä? Verstehe ich nicht. Dem Magnus, sein, seine Gruppe scheint aber trotzdem ganz fit zu sein, denn es äh, geht relativ zügig voran. Das heißt, Magnus Go schreibe ich mir hier auf. Der heißt zwar bestimmt überhaupt gar nicht so, aber den richtigen Namen werde ich mir nachher schon raussuchen aus meiner Freundschaftsliste. Das ist ja das, was ich meine bei Pablo. Ich komme mir vor wie Pablo. Wie Pablo? Auf YouTube bin ich jetzt hier bei Twitch, weil bei Pablo abends es immer eine kleine, gemütliche Runde war. Tagsüber bei uns totales Chaos. Und Pablo abends, weniger Leute da, die meisten liegen im Bett. Und Pablo hat immer eine schöne, gemütliche Runde gemacht. Für die Leute, die da waren, die haben sich richtig wohl gefühlt, weil direkter Kontakt da ist, keine anderen störenden Leute. So ähnlich ist es jetzt, aber. Es geht ja nicht darum, möglichst niemanden zu erreichen und klein zu bleiben und für fünf Leute zu streamen. Es geht ja eigentlich dafür, darum, für die breite Masse zu streamen, dass man den Leuten zeigt, guck mal, mich gibt's auch. Wenn jemand eine Frage hat, wir beantworten euch alles. 19 Diana ist auch schon da. Braucht das iPhone. 12. <laughs> Diana am Start. Ach, da reicht's eigentlich, wenn ich die nur so zur Hälfte heile, oder? Nö, sind eh schon fertig. Hm. Nun, dann schreibe ich mir noch die Diana auf. 19 Diana. Wie alt würde ich sein? 20? <laughs> 19 Diana 20 nennen wir sie jetzt einfach mal. Den richtigen Namen weiß ich nachher auch erst später. Ich persönlich finde die Mod-Ansicht so viel besser. Bei YouTube gibt es ja nicht mal eine. Wie sieht denn die Mod-Ansicht aus? Oder was ist eine Mod-Ansicht? Mach mal ein Video und schick mir das mal. Mach mal ein Video, es mal auf YouTube hoch und dann kann ich das kommentieren. Nach dem Motto: Okay, jetzt habe ich es gesehen. Der Chat antwortet auf die Fragen, bevor du sie stellst. Okay. Dann müssen wir den Chat deaktivieren, dass es keinen Chat mehr gibt. Das geht ja gar nicht. Also, wenn ich jetzt sage, was ist eure Lieblingsfarbe, dann siehst du, dass alle schreiben Blau, Rot, Grün, Schwarz. Und du denkst, hä, was wollen die denn jetzt? Und fünf Minuten später kommt, was ist eure Lieblingsfarbe? Und dann ist das bei dir da und dann denkst du so, was? Netzwerkfehler. Okay. Mann, es sind doch nur noch 8 Minuten. Komm, gib mir das. Mach mir nicht kaputt. Diana, was geht ab? Joel hat auch eingeladen. Das werden wir nicht schaffen. Wir sind doch bei Diana. Äh, bei die Alga. Wir sind bei Diana, Alga. Die sind bestimmt fertig, oder? Ja, du hast gewonnen. Ich habe gar nicht mitgemacht. Guck. So kann man es auch machen. Du machst gar nicht mit. Du stehst hier draußen. Du guckst ganz kurz. Oh, Krypto-Michi ist jetzt ein Wurm auf meinem YouTube-Kanal. Der ist ja krass. tix cakes lord jetzt ist er da. Das heißt, wir streamen auf Twitch. Wir machen nichts auf YouTube und kriegen trotzdem bei YouTube Mitgliedschaften dazu. Oder er hat sich gerade verwandelt von einem Raupi in einen Saftkorn oder so. Tja, das, das hast du nur auf YouTube, ne? Das selbst in Twitch wird YouTube geschalten und zeigt, Papa, wir vermissen dich, komm zurück. Ja, wenn man seine komischen Benachrichtigungen anders einstellt, dass alles auf Twitch angezeigt wird, habt ihr das dann ja auch wieder anders, wenn hier irgendwas ist. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, hier spendet niemand irgendwas oder macht irgendwas, was mit Geld zu tun hat, sonst liegt das Geld auf der Bank und ich komme nicht ran, weil nichts verknüpft ist und ich keine Ahnung habe, wie. Tick X. Kekslord. Außerdem wissen die meisten ja eh nicht, wie man hier spendet. Außerdem kann man ja gar keine Nachrichten anpinnen, was für Raids, für Zuschauer einfach ein bisschen unvorteilhaft ist. Thomas hat schon gesagt, er möchte am Wochenende trotzdem gerne Palkia-Raids streamen. Ich habe gesagt, Samstag bin ich jetzt schon, äh, habe ich mich bei Pupsi dran gehangen, dass sie mich mitnimmt nach Meiningen. Mal wieder zur Familie und zu den Kindern. Und. Sonntag ist Bubsi ja nicht da. Vielleicht könnten wir da mal Raids für Zuschauer probieren mit Palkia, wie das funktioniert. Aber da musst du ja wirklich alle fünf Sekunden die Nachricht mit den Codes reinschreiben. Und kannst nicht sagen, guck dir die angepinnte Nachricht an, weil es gibt ja gar keine. Du kannst ja mal gucken. So, was passiert, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Ich disagree erstmal. So. Okay. Da ist ein Typ, der spielt Pokémon Go. Da ist der Chat, da ist der Chat nochmal. Mein Gott, wozu braucht man das hier im Bild, wenn man es eh hier hat? So eine Verschwendung. Und dann hast du Benutzer im Chat. Du siehst, du bist heiß und da sind auch Leute drin. <laughs> Joa, das habe ich doch, aber. Habe ich denn das? Wenn ich hier drück? Benutzer im Chat, kann ich mir das ja auch anzeigen lassen. Ramses, der dicke Streamer. Moderatoren, hi. Hi, Seire. Hi, Seire. Ich check's immer noch nicht. Erklär mir doch mal deinen Namen. Benutzer, Aluhut. Atlantik. Kommand. ne? Kribi, Kulidita. Shenaya, Jens, Kai, Mazofix. Quentin Tarantino Teufelchen. Ja, das lohnt sich ja gar nicht für die paar Leute hier äh, zu streamen, guck. Stell dir mal vor, wir wachsen und da stehen dann stehen da noch mehr Namen und dann ist es, wenn wir wachsen genauso wie bei YouTube nur noch ein wildes Durcheinander. Ist es denn aber so wichtig zu sehen, wer gerade alles da ist? Ich meine, die Leute, die einfach still mitlesen und das genießen, die kriegst du bei YouTube nicht mit, die würden dann aber hier in der Liste stehen. Und so stehen sie halt nicht in der Liste. Heise IRL, in Real Life. Wenn das zusammengeschrieben ist, sieht es aber lustiger aus. So, was hier, King Andy sitzt hier da als nächstes. Es sind noch drei Minuten. Ich glaube, zwei Raids würden vielleicht noch reinpassen. Passt King Andy überhaupt rein? X King Andy. 25, das sieht auch gut aus. Zieh mal wieder rüber. Werden hier kurz was beleben. Legen das wieder hin. Holen uns wieder. You just made the list. Und schreiben X King Andy auf, weil wir sind Chris Jericho. Und schreiben die Leute auf die Liste. Kannst du ja mal gucken. Heiße IRL? Nö, eigentlich nicht. Ähm ja, was ist jetzt aber dann groß anders? Außer, dass man halt die die Leute sehen kann, die da sind. Und dass man selbst extra als Name steht, ne? Aber beim anderen sieht man ja auch, okay, der Heiße, der, der heißt wenigstens Jan Tobias. Ich finde es jetzt nicht so einen krassen Unterschied. Den einzigen Unterschied, den ich wirklich extrem merke, ist, dass wenn ich in meinem OBS auf Stream starten gehe, dass es direkt losgeht. Und bei YouTube kann ich auf Stream starten, damit ich schon mal die Vorschau habe. Aber erst wenn ich in YouTube auch OK drücke, geht's los. Das ist das ist eine Umgewöhnung. Ähm Ach so. ja gut, wenn du unten links dann noch angezeigt hast Timeouts, Bans, wie lange von wem und sonst was, hat man jetzt natürlich nicht gesehen, weil niemand gebannt war und niemand ein Timeout hatte. Kann auch emote only Chat machen, dann können alle normalen nur Emotes nutzen, außer Mods und du. Ist das jetzt nützlich? Wenn jeder nur Emotes macht und ich gar keinen Durchblick habe und es einfach total kindisch und nervig aussieht. Also Emotes, Chat, ja, Emotes Only. Ist ja eine schöne Spielerei, aber... Ich glaube, wir sind erwachsen. Wir sollten schon mit Worten kommunizieren. Und, was mich trotzdem stört, ist, dass man keine Nachricht oben anpinnen kann. Wichtig ist doch in der Spotlight Stunde, dass oben steht Spotlight Stunde von 18 bis 19 Uhr mit Tangila als Shiny und Doppelstaub. Denn gerade dann die Leute. Hey, was ist denn das für ein Event? Hey, wie lange geht denn das Event noch? Hey, gibt's das als Shiny? Hey, was ist der Bonus? Und deswegen. Ah, ja, du hast dann halt alles mit einmal beantwortet. Jetzt ist es 59, 22, 76. Ich glaube, einen letzten können wir noch annehmen. Ah, nee, es ist 19 Uhr. Es ist 19 Uhr, das geht nicht mehr. Oder nehmen wir noch einen an. Weil es noch 19 Uhr ist. <laughs> Wer wäre denn der Nächste, der hier da wäre? Moonlight ist abgelaufen. Sabrina spielt ist abgelaufen. Tix Keks Lord wäre hier noch. Es ist Punkt 19 Uhr. Also ist das der Letzte. Wir gehen noch auf Tix Keks Lord. Geben den noch einen Punkt. So. Wischen noch schnell rüber, hauen da noch drauf, ist wieder ein Euro sinnlos aus dem Fenster geworfen, aber habe ja gesagt, von 18 bis 19 Uhr nehme ich an. Sonst hätte ich ja sagen müssen, von 18 bis 18,59. Aber bis 19 Uhr, das heißt, 19 Uhr muss ich natürlich noch annehmen. Hm? Hm. Musst du dir ein Schildchen basteln und wie ein Namensschild vor dir stellen mit dem Trainercodes? Ich mach die mal auf die Hand und halte die immer so hier rein. Nee, das ist doof. Ich habe übrigens heute wieder ganz passend zur Raid Mania mein äh, mein Licht gelb gemacht. Seht ihr seht den Unterschied. Das ist ohne Licht und das ist mit gelbes Licht. Und das ist ohne Licht und das ist mit gelber Licht. Und das ist ohne Licht und das ist mit gelbem Licht. Also schön passend dazu, ne? Wenn wir irgendwann mal unter Wasser streamen, dann mache ich auch das blaue Licht an, dass das dazu passt. Was hast du jetzt gemacht? Hast du Milky Way gegessen? Nee, das hab ich vorhin gegessen. Vorhin? Die ganze Tüte? Nee, zwei Stück. Zwei Stück gut. Ich mach doch nur einen Spaß. Das sind doch die immer noch von Nürnberg. Das sind die Milky Way von Nürnberg. In Nürnberg gibt es nämlich andere Milky Way als hier. Ja. Verstehst du? So, weil das jetzt aber das letzte ist, können wir das auch in Ruhe fangen. Und was viele enttäuschen wird, es gibt. Keine Abschlussraids. Denn das Vieh habe ich satt. Es ist eh keiner hier. Wir werden nicht mal fünf Leute zusammenkriegen, die einen Raid machen wollen und deswegen gibt es auch keine Abschlussraids. Oder gibt es fünf Leute, die den Abschlussraid machen wollen? Dann müsste ich so schreiben, so eine Nachricht so: Abschlussraid. <laughs> und. Wenn ich fünf. Ich, ich, ich fange jetzt. Wenn ich fertig bin mit Fangen und ich sehe fünf Ingame-Namen, die mit mir befreundet sind und einen abschluss -Raid machen wollen, dann mach mal einen. Wenn ich gefangen habe und keine fünf Namen da stehen, dann mach mal keinen. So. Ich warte auch extra nicht, bis es angreift. Ich werfe einfach wild drauf. Damit ihr weniger Zeit habt. Ah, Jetzt hätte es natürlich schon drin bleiben können, ja? Ah, jetzt habe ich eine silberne genommen. Das war nicht beabsichtigt. Was ist eigentlich, wenn es flieht? Dann ist es noch schneller vorbei. <laughs> ähm Hi Ramses, gebannt auf YouTube? Yes. Yes, I do. So. Genaya, Kuvidiva, Lennart. <laughs> Weise, Raidboss. Ihr, ihr macht doch hier komische. Ihr macht doch hier komische Sachen. Nein, Lennart, das werde ich dir nicht verraten. Sonst machst du dasselbe nämlich nochmal und dann bin ich ganz weg. Ich werde mich dazu nicht mehr äußern, nicht ohne Anwalt. Da musst du mich schon umbringen, wenn du die Wahrheit wissen willst. Äh, töten, meine ich. Ist das nicht dasselbe? So, wir haben es jetzt hier fertig. Die alte Sau. Rest darf ich mir ja nicht angucken. Was ich mir angucken kann, ist, ob was hier noch in der Nähe ist. 19.15 Uhr geht hier an den Stolperstein einer auf. Da ist noch 2 Minuten, da ist 16 Minuten, da ist 15 Minuten. Naja, okay. Gucken wir mal kurz. Eine Chance habe ich euch ja gegeben. Das heißt, wir schreiben uns auf Shenaya. Wir schreiben uns auf Kurvi. Aber irgendwie. findet es bei Kurvi nichts. Bei Kurvi Diva. Kuli Dita, Kuli Uhuwe. Kurvi Diva ist ja ein anderer in dem Sinne. Also lasse ich den weg. <laughs> Lennart Lennart. Lennart. Äh äh äh. Heise. Heise, Max. <laughs> Heise, Reedboss 6. Reedboss 6? 2006? Mm, mm, mm. Schreiben wir es mal aus, dass wir nur vier haben. Moonlight will mitmachen, das gilt nicht. Lennart war vergeben. Haikaro, Caro. 0-0, mhm, Jetzt haben wir es. Genau, einer fehlt nämlich noch. Ey, da habt ihr wirklich. Hä, bin ich jetzt doof? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, wirklich genau fünf Leute hingekriegt. Ja, müssen nur noch COVID Diva dazu schreiben mit 0 0 0 und dann CU und dann haben wir jetzt fünf. COVID Diva Heise, Genaya, Lennart, Raidboss. Ich muss das hier nur hinkriegen, dass ich die da rauskopieren kann. So sieht's gut aus. So, wenn wir jetzt noch acht Minuten warten, <laughs> ist der Raid hier noch auf. Nein, wir nehmen natürlich einen aus der Umgebung. Der, der am längsten noch geht. Obwohl, entscheidet ihr mal. Möchtet ihr gerne den Schachbretttisch? Da habe ich letztens erst wieder einen Community Raid gemacht. Sieht halt so aus. Ist ein Schachbretttisch, ne? Ein Tisch, der aussieht wie ein Schachbrett. Oder möchtet ihr den Busbahnhof? Ist das der Busbahnhof? Ne, das ist sogar der Bahnhof. Hier ist der richtige Bahnhof. Bahnhof Hildburghausen. Sammelt ihr Bahnhöfe wie bei Monopoly? Habe viele Pokémon. Schicken hier im Stream. Bringt uns ja nichts. Such du aus. Gleich starten, dann Bahnhof, Bahnhof. Gut, nehmen wir Bahnhof. Wieso wollt ihr jetzt? Warum wollt ihr lieber Bahnhof als den Rest? Aber egal, macht mal so, wenn ihr das so wollt. Mary, kennst du zufällig Ryman Simon? Er macht auch immer so coole Lieder. Bitch one, bitch two, bitch three, four, five. Bitch look at me, I'm still alive. Bitch like a knife, I rip MCs off. I, uh, been back in biz, I'm still the boss. Oder so ähnlich. I'm back in biz, been still the boss. Naja, so rum war's, glaube ich. Ryman Simon auf jeden Fall auch sehr oldschool-lastiger Hip-Hop-Dude, Hip-Hop-Head. Von der Bassbox klicke oder irgendwie Royal Bunga mäßig. War der da irgendwo mit unterwegs? Ne, Bassbox nicht, aber Royal Bunga war der. Mit Royal Bunga hatte der zu tun. So. Dann bitteschön hier euer. <laughs> Dann hier euer, äh, euer letzter Abschluss-Raid. Der am meisten gebannte YouTuber auf YouTube. Habe viele Pokémon-Emojis. Soll ich die schicken? Hier im Stream. Mach doch, tu dir keinen Zwang an. Was ihr im Twitch-Stream alles macht, ist mir komplett egal. Weil ich bin kein Twitch-Streamer, ich bin YouTube-Streamer, deswegen macht hier irgendwelche komischen Sachen. Bahnhof. Weil die alle nur Bahnhof verstehen. Ach, deswegen. Soll ich Emojis schicken? <laughs> Kenn ich nicht. Ich mag Züge. Junge, das ist der neue Song von Bones MC und UFO. Ja, das ist... Ich höre die Musik nicht. Ich höre gar keine Musik. Ich kenne nur so Oldschool-Zeug. Bitch 1, Bitch 2, Bitch 3, 4, 5. Warte mal, das suche ich dir jetzt mal raus. <laughs> Obwohl, wenn du das neue Zeug hörst, da... Reimen, Simon, Bitch 1, Bitch 2. Aha. Das dürfen wir natürlich bitch jetzt... One. Das dürfen wir natürlich jetzt nicht abspielen, wollte ich sagen. <laughs> Hier. Gib dir mal. Zack. Da kriegst du schön Migräne, genau. Das ist irgendein Rotz. Nee, der, ich finde ihn voll sympathisch, diesen Typ. Das ist halt nicht so Autotune-Zeug und wir fahren im Ferrari und singen Lililala und haben nackte Ärsche, bra, bra. Also das. Nö, das ist halt so, ich trage Baggy-Hose und singe hier über irgendwelchen Schmarren. Das war früher Rap. Wir singen immer Tonschutzbunger. Hurra, diese Welt geht unter. <laughs> genau, wir fahren nicht im Ferrari, sondern im Lampo. Wir trinken kein Shampoo. <laughs> ja, die sind auf jeden Fall gut drauf, ich weiß. Aber der ISPO, der ist auch so verstrahlt. Der hat mich an seinem Geburtstag, hat er immer zu Musik drauf gemacht, da ging es auch die ganze Zeit. Das ist Raf Kamora. Das ist Bones MC. Das ist sonst was. Aber Ufo hat er, glaube ich, nicht drauf gehabt. Obwohl, wenn, dann hätte ich es eh nicht erkannt. Ja, der Iswo, das ist schlecht. Der Iswo, der, der, der fährt jetzt. Äh, der, der ist jetzt bald, geht auf die Aida und muss da arbeiten. Weil der arbeitet ja fürs Fernsehen. Und da muss er da fünf Monate gemütlich dort ähm, die, die reichen und schönen filmen, wie die da rumsitzen im Lambo auf der AIDA und ihren Sekt schlürfen. Hurra, die Welt geht unter ist von KIZ. Wenn ich jetzt ein Lied mache und in dem Lied mache ich eine Zeile, wo ich sage, Hurra, die Welt geht unter, dann sagen alle, boah, das hast du voll gebeitet von KIZ. Aber vor KIZ gab es ja auch schon 10 Millionen Leute, die gesagt haben, Hurra, Hurra, die Welt geht unter, sozusagen. Also, wenn jetzt einer sagt, Hurra, die Schule brennt, dann alle, ah, du Beiter. Weil du darfst kein Wort sagen, ohne dass es gebeitet ist. Es gibt auch sowas wie Doppelschöpfungen, beziehungsweise. KEZ, die haben einfach alles geklaut. Von MC Speckstein. Und deswegen <laughs> kommen die und machen wieder was anderes. Und dann passt das. Fährt ISWO ist Mercedes. ISWO ist die letzte Zeit äh, fortgefahren. Also weg. <laughs> ah, nix. Und noch mehr nix. So, ihr schuldet mir jetzt 1 Euro für den Abschlussrate aber nicht hier, sondern bei YouTube. Das ist so die Teilnahmegebühr. Genau, ich mache einfach Raids für Zuschauer, nur noch für Mitglieder auf YouTube. Dann müssen alle Eintritt bezahlen, um reinzukommen. Und wer keinen Eintritt bezahlt, der bleibt draußen und die, die drin sind, die können fette Party feiern und können ganz viele Raids machen. Die, die draußen sind, die, keine Ahnung, die spielen halt dann was anderes. Das wäre doch richtig cool, oder? Nee, glaube ich nicht. Juck, keine Sau, was für eins. Wegen RAM, Folge gebannt. Warum sollte eine Rap am Mittwoch... ach Rap. Wieso sollte eine Raid am Mittwoch Folge zu einem Bann führen? Da sitze ich da und habe ein blaues Hemd an. Meinst du, das ist gegen die Community-Richtlinien? Ein bisschen vielleicht. Aber nicht ganz so. Hab mal Bilu getrunken. Wegen der Folge gebannt. War nicht so schmal. Wie, wer spricht komisch? Upsi, was ist denn? Stell nicht irgendwelche Sachen in den Raum, sondern sag doch, was du meinst. Seit wann hast du denn die Kopfhörer drin? Seit 10 Minuten und jetzt fällt dir erst auf, dass ich rede? Okay, scheinen ja sehr gute Kopfhörer zu sein. Sabrina Spielt hat eingeladen. Ufo-Spinner, das ist aber zu spät, Sabrina. Dir helfe ich nicht mehr. <laughs> ähm. Schmutz. Scaraborn Raids auf Twitch ist doch eine Idee. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Das ist dann: dann kriege ich hier 5 Millionen Follower. Aber die hätte ich gerne einfach bei YouTube, weil ich YouTuber bin. Mein Gott, ich raste aus komplett. Die Gold-Digger Viber, so wie Mary. Ramses, Tobi hat mich golddigger Vibe genannt. Sag mal was. Komisch, er hat dich ja eigentlich gar nicht gemeint. Er meine nur generell, so golddigger Viber gibt's überhaupt. Und ich musste direkt an dich denken bei dem Wort und du gibst dich selbst als so eine aus. Also. Ja. Wie war Space Jam im Kino? Weiß ich nicht, hab ich nicht geguckt. Siehst du, die Leute passen auf. Die wissen, dass du Space Jam im Kino gucken wolltest. Mit deiner Tochter. Ich glaube, Pupsi hört schon wieder Musik und kriegt nichts mit. Ich habe gesagt, Weiber, die nur aufs Auto gaffen, sind Golddigger weiber Ach so, genau. Der Euro geht auf mich. Hab dich damit nicht angesprochen. Ich fisch euch. Trotzdem danke für den Raid gern. Streamer doch RAM live oder spiel die Folge hier die Datei. Äh, nein, Lennart. Aus, Lennart. Böser Lennart. Bist du eigentlich, bist du jetzt nun mittlerweile der Lennart, der in einer der letzten Raid Manias eingeladen hat, als Lennart mit seiner Lobby? Und wir waren fünf Leute und ich habe gedacht, okay. Und dann haben die mich einfach alleine gelassen. Und wir waren nur noch zu zweit oder so und haben den nicht geschafft. Und er hat auch nicht nochmal eingeladen und mein Pass war weg. Das ist das erste Mal gewesen, dass mich jemand in der Raid Mania abgezogen hat. Der Lennart. Das musst du gewesen sein. Ich habe nicht so viele Lennarts in meiner Liste. Guck. Wenn ich hier reinschaue, habe ich... Lennart! Ich habe nur einen Lennart. Bist du das? Bist du Lennart 210-108? Ich schwöre. Ich finde raus, wo dein äh, Magna -Yen schläft. Und dann komme ich dahin. Und dann füttere ich den... Bisschen. Irgendwas. So, Raider Mittwoch habe ich auf jeden Fall aufgenommen. Äh, das ist hier. <laughs> Das ist Raider Mittwoch, guckt! So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raider Mittwoch. Wir befinden uns immer noch in der. Und wem was aufgefallen ist, da gibt es eine neue Musik, weil die andere Musik, die ich bei Raider Mittwoch am Anfang und am Ende immer drin hatte, hat dazu geführt, dass das Video immer demonetarisiert wurde und ich damit keine Einnahmen erzielen kann. Aber gerade jetzt, wo ich mich selbstständig machen will, das richtig irgendwie in Gang bringen, bin ich auf jeden Cent angewiesen. Deswegen habe ich da jetzt mal die Musik gewechselt, dass da jetzt eine andere Musik drin ist, die auch ein bisschen entspannt ist, gefällt mir zwar nicht so gut wie die alte, aber die alte war halt immer geschützt und deswegen muss ich jetzt die neue nehmen. Mehr zeige ich euch aber nicht von der Raider-Mittwochfolge. Ich könnte höchstens jetzt den Stream ausmachen, einen neuen Stream anmachen, solange wir hinlegen und schlafen und das einfach eine halbe Stunde als Stream durchlaufen lassen, die Live-Übertragung, dass ihr das schon gesehen habt, aber warum sollen die Twitch... Leute Vorteile haben gegen über den YouTube-Leuten. Da müsst ihr euch halt leider ein bisschen gedulden noch. Ich hätte es gern anders. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich wollte das nicht. Ich finde es alles richtig Kacke. Seid froh, dass ich überhaupt hier sitze und dass ich jetzt hier rumstreame, weil ich immer gesagt habe, was für ein Gegner von Twitch ich bin. Ich Twitch einfach absolut nicht ab kann. Möchte ich nicht. Nix. Bam. Und. Nur weil ich euch nicht wollte hängen lassen, habe ich mich erniedrigt, jetzt doch hierher zu setzen. Wir können noch mal ganz kurz reingucken in die Folge. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go bzw. Es. Jogger noch ein Voldo-Ball. Shiny Ene. Jalga beim 60. Raid. Das habe ich aber mit reingenommen. Diesmal muss man es aber so aussprechen. Es ist ja ein Shigi und es ist ein, ein Shewa. Ach na, ich habe ja den Anfang immer falsch. Shewa Shigi ist... Ja, was das aber alles ist, das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Dann Kommt dann in zwei Wochen. Am Mittwoch kommen halt wahrscheinlich. Kommt dann wahrscheinlich drei Raider. Mittwoch folgen auf einmal. So, 98er, dank dir. Auch 98er im Blau. Same, same Preview. Preview. Falsch geschrieben. <laughs> Preview. Weil wir dir weiterhin folgen. Jetzt habe ich Hunger. Servus. So, Moonlight ist da, das heißt, wir können jetzt gehen. Moonlight. Hat leider nicht gereicht. Nein, alle Lobbys sind immer mit fünf immer vorhandenen Leuten. Namen David, Heike Rolf und meine Wenigkeit. Name ist Lennart von mir in Pogo. Aber ich lade nur dich ein, wenn ich weiß, dass ich genug habe. Aber ich lade immer an den Arenen. Eilbach, Kirsche, Kletter, Man müsste sich ja nur die vergangenen Folgen angucken. Dann sieht man ja. Aber ich habe nur einen Lennart drin. Also musst du das sein. Also. Keine Ahnung. Und danke, Thomas, fürs Vorbeischauen. Habt euch alle lieb. Ich werde jetzt hier beenden und mal gucken, ob das wirklich den Stream gespeichert hat, dass ich den auf YouTube dann irgendwann hochladen kann in 200 Jahren. Wer lädt denn hier immer zu ein? King Andy. Aber ich mache doch keine Dialga Raids mehr. Nur noch den täglichen Pass. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.